Ab Mittag Fahrt von Wien nach Kärnten und über den Wurzenpass zu den Weißen Felserseen nach Italien. Kurz entschlossen steige ich von hier zum Biwak Fratelli Nogara, das ich nach 2,5 Stunden erreiche. Völlig allein verbringe ich hier zuerst bei Kerzenlicht und dann bei Vollmond eine kalte Nacht. Am nächsten Morgen, es ist sehr frostig, warte ich noch den Sonnenaufgang ab, um ein bisschen Wärme in den Felsen zu haben. Nach 60 Meter Fels durchsteige ich eine natürliche Felshöhlung. Der Ausstieg zeigt, wie eng er ist. Und weiter geht es über die außerordentlich exponierte Via Italiana. Sie wurde 1955-56 von 3 italienischen Extrembergsteigern erbaut.
Blick hinunter zu meinem Biwak. Jetzt bin ich fast beim Ausstieg der Nordwand des kleinen Mangat. Fast 800 Meter geht es hier fast senkrecht zum Talboden hinunter. Blick zur Hohen Bonza. Und zu den weißen Felserseen. Nochmals der kleine Mangat und Blick nach Norden, nach Dördl-Maglern und auch der Dobratsch ist zu sehen. Ausstieg der Via Italiana und der verschneite Mangat vor mir. Über den Wolken zeigen sich der Wischberg und der Montage. Unter mir die Mangatstraße von der slowenischen Südseite, eine ehemalige Militärstraße, die 1987 wieder instand gesetzt wurde. Ich steige jetzt am Grat entlang und habe einen wunderschönen Blick über die gesamte Nordwand bis zu den weißen Felserseen. Den weiteren Weg und Querung unterhalb des Gipfels muss ich mir oft im tiefen Schnee suchen. Bis hierher kam ich schon einmal, musste aber hier wegen eines schweren Gewitters umdrehen. Und dann wurde der Blick frei auf den Jalowetz und dem König der Julischen Alpen, den Triglav. Nach 4,5 Stunden vom Biwak habe ich den Gipfel erreicht.
Ganz kurz konnte ich ins Tal sehen. Dann verschloss der Nebel jede Sicht. Abstieg nach 40 Minuten auf demselben Weg zurück. Gut, dass ich jetzt im Nebel meine Spur hatte. Unterhalb des Hauptgipfels wende ich mich wieder nach Norden und steige über die Mangat-Travnik-Scharte, über Geröll, steil hinunter, zunächst wieder zum Biwak Fratelli Novara. Jetzt bin ich wieder im Biwak und nach einer kurzen Jause geht es wieder weiter hinunter zur Seealpe. Das ist der gemütliche Weg zu den Weißen Felserseen und zum Auto. Um 16.30 Uhr habe ich mich dann wieder kurz zur Heimfahrt entschlossen. Und so war ich nach einem Aufenthalt in Friesach und Maria Schutz um 21 Uhr daheim in Wiener Neudorf. Der herrliche Blick von den Weißen Felserseen zum Mangat, der noch immer von den Wolken umhüllt ist. 1750 Meter sind es von hier zum Gipfel.